Herzlich willkommen zu einer Folge Fischkopf TV. Hier ist euer Fischkopf und wir spielen ein Spiel, das ich sehr interessant fand, als ich ein Video davon gesehen habe. Und zwar heißt es Trapped Dead. Und ich habe hier mal eben den Sound eingestellt und ich starte mit euch blind in das Spiel. Deswegen drücke ich hier nochmal auf neues Spiel. Und wir schauen da doch mal rein und gucken mal, ob das was kann. Der Metascore lag nur bei 50. Aber schauen wir doch mal, vielleicht ist es ja ein Geheimtipp, wer weiß das schon. So, wir fangen hier direkt mal an, was steht da? Ausgerechnet hier, mitten im Nirgendwo, ging der Sprit zur Neige. Vielleicht kann man dir an dieser schäbigen Tankstelle weiterhelfen. Mal gucken. Ich schau mal nach, ob die Tankstelle noch geöffnet hat. Okay. Alles klar, ich bleib im Auto. Und bring Bier mit. Ich hab grad die letzte Dose aufgemacht. Na, hoffentlich bist du der Einzige, der trinkt hier, oder was? So, benutze die Tasten W, A, S, D, um die Kamera zu bewegen, zum Drehen und Schwenken der Kamera, die mittlere Maustaste halten. Mit Q und E kann ich die Kamera drehen. Das Mausrad dient zum Herein- und Herauszoomen. Drücke F, um dem gewählten Charakter zu folgen. Alles klar? Habe ich verstanden. Bewege deinen Charakter mit einem Linksklick auf die Zielposition und halte die linke Maustaste und bewege den Cursor, um die Endausrichtung vorzugeben. Ja, lesen ist auch nicht mehr so das, was es mal vorher mal war, ne? Missionsziele auf O. Okay, kann ich. Okay. Also ich kann nicht an den Rand gehen mit der Maus. Ich muss WASD benutzen. Das ist schon mal sehr interessant. Aber es sieht ganz gut aus, ne? Sieht ganz gut aus. So, lass uns nochmal testen. Ranzoomen. Oha. Oh, da ist ein doder Hund. Okay. Und was noch? Wir können so drehen, alles klar. Sowas. Können wir auch hier mal reingucken. Hallo. Das ist der Kasten Bier hier. Oder ist leer? Ich denke, es waren Dosen. Naja, oh, jetzt habe ich aus Versehen gedrückt. Lass uns mal hier hingehen. Oh, ich bin so gespannt. Okay. Vorsicht, Hans-Joachim. Oder wie auch immer du heißt. Oh, hier kann man wahrscheinlich auch laufen, ne? Hui, alles klar. Was ist hier? Gruppe, ganze Gruppe auswählen. Geht gerade nicht. Und Kamera. F1 macht. Ach so, wenn ich irgendwie weg bin, drücke ich auf F1, bin ich bei dem wieder. Alles klar, dann lass uns mal noch Sprit gucken, du. Ich befürchte, hier sind irgendwo Zombies. Hallo? Ist hier jemand? Oh, hier ist eine Tür. Oh, die wabbelt so lustig. Okay, ich schätze mal draufklicken. Linksklick auf die Tür, um sie zu öffnen. Okay, habe ich mir schon fast gedacht. Oh, und dann geht das Dach hier weg. Da ist ein Zombie. Und da ist ein Baseballschläger. Pass mal auf. Was wir jetzt machen, das wird er uns wahrscheinlich gleich erklären, aber wir machen es jetzt schon mal. Wir machen hier auf Laufen und Baseballschläger. Schnell! Was zur Hölle? Ja, was zur Hölle. Das gleiche wollte ich auch gerade sagen. Oh, die Tür ist zugefallen. Oh nein! Was? Es wäre vielleicht ratsam, sich mit dem Baseballschläger dort auszurüsten. Mache einen Linksklick auf den Schläger, um ihn aufzuheben. Habe ich? Wer behauptet, dass Gewalt keine Lösung sei? Um eine Waffe auszurüsten, Linksklick auf den Gegenstand in deinem Inventar. Gut. Linksklick, ausgerüstet. Bedenke, mit großer Macht kommt auch große Verantwortung. Ganz große Macht mit dem Schläger. Stell das Monster ruhig, bevor es dir schaden kann. An Rechtsklick auf den Gegner lässt dich einen Angriff ausführen. Okay, sehr intuitiv. Sonst ist hier, glaube ich, kein Zombie, nur der eine, ne? Okay, Rechtsklick hast du gesagt. Machen wir. Oh oh. Oh oh. Mach doch. Ja, hoch auf. Oh, sehr gut. Sehr gut. Hier im Laden ist kein Benzin. Eventuell wirst du in den Lagerräumen oder in der Garage, finde ich. Oha. Aber hier ist ganz viel Bier. Das können wir ja schon mal mitnehmen, ne? Ne, können wir nicht. Können wir nicht. Wir können das hier so drehen. Ich finde das so auf den ersten Blick. Sieht das doch ganz nett aus. Können wir hier noch was... Oh, hier könnten wir was spielen. Was ist denn das für ein Spiel? The Game. Alles klar. Finde ich gut. Finde ich gut. Irgendwelche Magazine, die wir gebrauchen können. Play-Oi. Aber lass uns mal nicht ablenken. Wir wollen ja eigentlich hier schön Verbenzinung machen. Können wir hier schon reingucken? Oh ja. Oh, da ist noch ein Zombie, du. Okay, mach mal die Tür auf. Ich habe ein bisschen Angst. Wieso haben wir... Ach so, wir können auch so noch machen. Geil. Geil, okay, dann lass uns mal hier den Blick hier machen. Können wir hier irgendwas an... Oh, hier können wir uns, glaube ich, heilen. Das werden wir wahrscheinlich erst machen müssen, wenn wir den hier erledigt haben.
Scheinbar ist die Sicherung defekt. Repariere sie, um das Licht wieder anzuschalten. Linksklick, um die interaktiven Objekte zu inter... Was? Um mit interaktiven Objekten zu interagieren. Jetzt habe ich aber schon darauf geklickt. Gehen verursacht weniger Lärm als Rennen. Je leiser du vorgehst, umso weniger Aufmerksamkeit erregst du. Jetzt habe ich aber schon drauf gedrückt. Oh, 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 oh. Oh, der ist stärker, der ist stärker. Aber den kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ja, ja, ja. Oh, sehr gut. Sehr gut. Okay, aber lass uns jetzt mal gehen, weil ich weiß nicht, was... Guck mal, da sind noch... Okay, einer. Ich sehe im Moment einen. Alles machbar, alles machbar. Komm, wir gehen mal hier rüber. Und machen die Sicherung an. Ich dachte eigentlich, das wäre so ein Medikit-Ding gewesen. Ah, okay. Jetzt ist hier immerhin Licht. Was uns wahrscheinlich gar nichts bringt. Jetzt kann ich hier nicht mehr reingucken. Das finde ich ärgerlich. So, können wir hier noch irgendwas machen? Jetzt können wir da wieder reingucken. Ist hier irgendwas? Konnte ich hier irgendwas? Toilettenpapier. Oha. Oha. Naja gut, das war's jetzt erstmal. Lass uns doch hier reingehen, dann können wir ja auch ganz locker, lässig vom Hocker, können wir den wegmachen. Wahrscheinlich kommt dann gleich nochmal irgendein Tutorial-Quatsch. Der Schalter für die Hebebühne. Durch geschicktes Auslösen von Fallen lässt sich der direkte und gefährliche Kontakt mit diesen Biestern vielleicht umgehen. Sehr gut. Das finde ich gut. Wo ist der Schalter? Da. Hört er mich? Hört er mich? 100 Punkte. Schöne Falle. Sehr schöne Falle, wie ich finde. Jetzt bräuchten wir hier aber mal irgendwie eine Verbenzinung, wie gesagt. Können wir da irgendwie... Hier sind zwar Sachen, aber irgendwie kann ich die anscheinend nicht nehmen. Warum nicht? Ja, und nu? Und nu, Hans-Harald? Was muck wie nu? Auf O sieht man ja... Die suchen nach Sprit. Ach so, der erste Kampf. Den haben wir erledigt. Haben wir eine Nachricht vielleicht? Ach du Scheiße. Ach so, da kann man nur nachgucken, was er zuletzt gesagt hat. Finde ich auch gut. Wir suchen weiterhin nach Sprit. Wir haben immer noch nichts gefunden. Ja, und nu? Oh. Man hätte doch annehmen sollen, dass es hier irgendwo Benzin gibt. Ja, richtig. Geh zurück zum Auto. Vielleicht hat Gerald. Der heißt Gerald. Gerald. Oder Gerald halt. Eine Idee. Ja, vielleicht. Geht er jetzt automatisch dahin? Wie geschafft, die Suche nach Sprit. Naja, so richtig geschafft würde ich das nicht nennen. Oh, oh. Oh nein. Lauf. Lauf. Gerald ist in Gefahr. Gerald braucht deine Hilfe, ja, sehe ich. Weiter. Schnell. Um zwischen Gehen und Rennen umzuschalten, drücke die Feststelltaste. Feststelltaste war das Tab oder Shift? Na egal, finden wir gleich raus. Nee, das war Caps Lock, weiß ich nicht. Oder klicke auf die entsprechenden Symbole neben dem Inventar. Aber beachte. Die Charaktere verfügen über eine begrenzte Ausdauer. Oh, Stamina-Up. Welche sich nur langsam regeneriert und durch Rennen und Nahkampf aufgebraucht wird. Oh shit, oh shit. Die verfügbare Ausdauer eines Charakters wird durch die blaue Leiste unter der grünen Lebensleiste am Porträt angegeben. Oh nein, oh nein. Ja, lauf, lauf, Digga, lauf. Wo sieht er? Gleich leer. Oh nein. Jetzt hau doch, hau. Oh, jetzt haben wir keinen Stamina mehr. Jetzt haben wir keine Stamina mehr. Hau, 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 hau drauf. Oh, das war knapp. Das war knapp. Und, Gerald, wurdest du gebissen? Oh, das ist spannend. Es gibt hier keinen Sprit. Und Geralds Verwundung sieht übel aus. Oh nein. Mit etwas Glück reicht deine Tankfüllung noch bis zum nächsten Ort. Vielleicht können die Einwohner erklären, was das Problem mit den Leuten an dieser Tankstelle war. Okay, also sie wissen noch nichts von den Zombies? Glücklicherweise scheint ein Krankenhaus in der Nähe zu sein. Puh, zum Glück. Die entspannte Fahrt zum College wandelt sich augenscheinlich zum Desaster. Eine Tankstelle voller Menschenfresser und nun auch noch eine verdammte Bisswunde. Hoffentlich lässt sich schnell ein Arzt finden. Ja, hoffentlich. Aber ich habe da so meine Vermutung. Wieso geschafft? Jawohl! Getötete Zombies, 4 Stück, Schaden ausgeteilt, 400. Also ein Zombie hatte wohl 100 anscheinend. Da gibt es wahrscheinlich nachher noch schlimmere. Nehme ich mal an, so Tank-Zombies. Gegenstände 1 von 1, benutze Fallen 1 von 1, finde ich gut. Leute, das war doch eine sehr, sehr interessante erste Folge. Ich finde das Spiel durchaus sehenswert. Ich werde mit höchster Spannung die nächsten Missionen mal angehen. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, wie die Metascore so sagt. Wie gesagt, Metascore war bei 50.
mal gucken, vielleicht ist es ja on the long run nicht so cool. Ich find's auf jeden Fall spannend und wenn es euch gefallen hat, bitte einen Daumen hoch. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Das war euer Fischkopf. Tschüss.